Herzlich willkommen zum Gottesdienst im Christuszentrum Ruhrgebiet. Heute ist der 18.01. Einmal zurück. Heute ist der 19.01. Heute ist der 19.01. Herzlich willkommen. Wir sind eine lebendige Gemeinde und ich lade Sie recht herzlich ein, an den Bildschirmen, auf dem Tablet, im Handy, an dem Gottesdienst teilzunehmen. So, ihr Lieben, ich habe gesagt, wir wollen heute über übernatürliche Dinge sprechen. Wenn wir übernatürliche Dinge erleben wollen, dann müssen wir uns erstmal dessen bewusst sein, wer wir sind. Und dass die Schuldfrage geklärt ist, ein für alle Mal am Kreuz besiegt. Amen. Denn wenn wir uns nicht sicher sind, wer wir in Jesus sind, da können wir rumhampeln und proklamieren, so viel wie wir wollen, die dämonische oder unsichtbare Welt. Ja, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch darüber lacht oder ob die einfach nur an uns vorbeigeht und uns nicht ernst nimmt. Ich fange mit einer Geschichte an aus 4. Mose 23, 19 bis 21. Ich gebe das mal frei wieder. Und zwar ist die Situation: Da holt sich ein König, ich weiß jetzt nicht den Namen, gibt so viele Könige in der Bibel, aber den weiß ich halt nicht, der holt sich einen Zauberer ran, der soll das Volk Gottes verfluchen. Jetzt, wenn man nochmal ein Stück zurückgeht, das ist schon eine übernatürliche Geschichte. 400 oder über 400 Jahre Gefangenschaft dieses Volk, das muss man sich mal vorstellen. Knechtschaft, die waren Sklaven, 400 Jahre. Die hatten vielleicht ein paar Anekdoten von früher, denen man ihnen erzählt hat, wer sie mal ursprünglich waren. Und man hat da erzählt von Abraham und diesen Geschichten. Aber es waren Sklaven. Man muss sich das vorstellen, für die war der Sklavenalltag war normal, dass sie aufstehen und haben gearbeitet und sind wieder nach Hause gekommen, haben ihr Nötiges zu essen gehabt, solange bis sie gestorben sind. Und dann wird dieses Volk befreit. Es waren also keine Krieger, die haben sich nicht mehr an stolze Zeiten erinnern können, weil 400 Jahre, das sind ein paar Generationen, das ist verloren gegangen. Das waren nur noch Malocher bis zum Tod. Da war kein Kampfgeist, da war nichts. Jetzt werden die befreit, und ich mache das mal kurz, weil darum geht es eigentlich. Man muss sich das nochmal bildlich vorstellen, aber die werden befreit, ziehen los mit unserem Gott, geführt von Mose. Und die hauen eine Schlacht nach der anderen, hauen die weg. Ein Volk, was überhaupt nicht kämpfen gelernt hat, was Sklaven waren. Die haben mal vielleicht bei dem anderen gesehen, dass der ein Schwert trägt. Aber die hatten nie eins geführt. Und jetzt werden die schon so mächtig, hauen einen König nach dem anderen weg von der Platte, dass ein König, der ein Riesenheer hat, mit ausgebildeten Kriegern, die den ganzen Tag so eine richtige Berufsarmee, eine Söldnertruppe, ausgebildet. Die Amerikaner würden vielleicht sagen, die Navy Seals. Die Franzosen würden sagen, die Fremdenlegion. Die sind ausgebildet, die wissen genau, wie man da vorgeht. Und dieser König, der denkt, au Backe, dieses Volk, vielleicht zerlumpt oder wie auch immer, gar keine richtige Ausrüstung, das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht mit freien Oberkörpern, nur ein Schwert an der Seite, der andere eine Keule, der andere eine Schippe dabei. Die kommen jetzt auf mein Königreich zu und der macht sich in eine Hose. Und der weiß sich keinen anderen Rat mit seinem ausgebildeten Heer, als einen Zauberer ranzuholen. Und das war nicht irgendwer, das war auch nicht Siegfried und Roy oder wer auch immer da noch aktuell ist, ich kenne mich da nicht aus. Das war Biliam. Das war der Zauberer. Das war die Nummer 1. Den holen die ran. Und Biliam guckt sich die Situation an und ich gebe jetzt wirklich nur aus 4. Mose 23, Vers 19 bis 21, für diejenigen, die sich das leisten können, Notizen zu machen. Da sagt er, ist Gott etwa ein Mensch, dass er lügt oder bereut oder nicht hält, was er verspricht, im Vers 19. In Vers 20 spricht er weiter und sagt, siehe, zu segnen habe ich empfangen und er hat gesegnet.
Da könnt ihr schon mal in der Bibel einen fetten Textmarker drauf machen. Er hat gesegnet. Und den ersten Vers, den ich zitiert habe, der ist nicht, um uns zu drohen. Hey, ist Gott etwa ein Mensch, dass er lügt? Der wird Verdammnis über dich bringen. Nein, es geht darum, dass er zu seinem Wort steht. Amen. Er hat gesegnet. Halleluja. Siehe, zu segnen habe ich empfangen, sagt dieser Top-Zauberer, der verfluchen soll. Er hat gesegnet. Halleluja. Weiter heißt es dann, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich habe diese Stelle sehr oft gelesen und erst seit einigen Wochen darüber, über zwei Worte bin ich da gestolpert. Und da sagt er, sagt Gott, ich schaue kein oder sehe kein Unheil in Jakob und sehe kein Unrecht in Israel. Ja, so, jetzt gehen wir mal Stück für Stück, gehen wir da durch. Wir müssen uns das Lager mal vorstellen, die Aufstellung habe ich mir angesehen. Dieser Bileam, der sieht also das Lager, in dem die Israelis aufgestellt sind. Amen. Der sieht also von einem Berg herauf, von oben herunter, sieht er, wie das Lager der Israeliten aufgebaut ist. So, und wenn man das mal guckt, das könnt ihr gerne googeln auch oder in den Bibelführer nachgucken, waren die aufgestellt wie ein Kreuz. Das ist interessant, ne? Und in der Mitte des Kreuzes, wisst ihr, was da war? Da war ein Altar. Da war ein Altar aufgebaut, auf dem geopfert wurde. Gott sagt, ich schaue kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Warum nicht? Er sagt nicht, da ist kein Unrecht. Und da ist kein Unheil, das sagt er nicht. Ganz im Gegenteil. Wir können aus der Bibel heraus entnehmen, die haben gemurrt, die waren teilweise zornig, die haben sogar rebelliert gegen den Hohepriester, gegen Aaron. Und trotzdem sagt Gott an dieser Stelle, ich schaue kein Unrecht in Jakob und ich sehe kein Unheil in Israel. Warum? Weil der Hohepriester in der Mitte des Lagers opfert. Er opfert. Er hat ein Opfer. Und solange der Rauch des Opfers aufsteigt, sieht Gott nicht unsere Schuld. Er sieht das Opfer. Er sieht das Lamm, das geopfert wird. Amen. Was heißt das für uns? Die Begeisterung hält sich in Grenzen, oder? Halleluja. Für uns heißt das doch, Jesus ist unser perfektes Opfer. Jesus ist das Lamm, das für uns, das sich für uns geopfert hat. Amen. Das heißt, egal, ob du heute Morgen krummen Gedanken hattest oder egal, was du heute Morgen gesagt oder getan oder gemacht hast, Gott sieht das nicht. Er sieht nur das Opfer Jesus Christus in dir. Und wenn du gläubig bist und Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast, dann sieht er den Herrn Jesus in dir und nicht deinen Fail, den du heute gelassen hast oder den du morgen vielleicht machst. Amen. Amen. Halleluja. Ihr dürft ruhig mal aus Beifall klatschen. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich alleine drücken. Entschuldigung, nicht für mich, sondern für den Herrn. Nicht für mich. Halleluja. Denn das, was ich habe, ist ja nicht von mir. Halleluja. So, also es ist wichtig, wenn wir über die Dinge sprechen, die in der unsichtbaren Welt passieren, da müssen wir wissen, wer wir sind und wo wir stehen. Gott sieht dein Unrecht nicht. Halleluja. Puh. Gott hat gesegnet. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Du kannst zu deinem Nachbarn kannst du sagen, siehe, zu segnen habe ich empfangen. Warum? Weil es in der Bibel steht. Die Bibel sagt dir, du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Und er hat gesegnet. Das heißt, dass er auch die Berufung, die er auf dein Leben gelegt hat, haben wir heute schon mal gehört, die Berufung, die er auf dein Leben gelegt hat, die bereut er nicht. Die ist da. Du musst die nehmen. In Jesu Namen. Du musst die Sache nehmen. Er hat gesegnet. Und ein Segen kann man nicht mehr abwenden. Da müsst ihr mal selber googeln, sonst wird das abendfüllend hier. Da müsst ihr die Bibel, die Querverweise lesen. Da steht überall, dass der Segen, den Gott ausgesprochen hat, dass er das nicht zurücknimmt. Ist das ein Ding? Wir sind die Einzigen, die uns da rausholen. Wir, weil wir uns veräppeln lassen. Die schönere Version. Ja, weil wir uns hinter das Licht führen lassen da.
Im wahrsten Sinne, es fällt mir gerade ein, der Spruch, der stimmt sogar, ne? Da hast du dich hinters Licht führen lassen. Ja. Hast dich wegführen lassen von dem Licht Gottes. Deutsche weise Sprüche. Ja, soweit haben wir es. Also, Gott sieht keine Schuld in dir. Wir müssen uns immer wieder zurückholen, immer wieder. Darum sagt die Bibel, schau auf den Herrn Jesus, schau auf das Licht, schau auf das Kreuz. Ich weiß gar nicht, wie oft darauf hingewiesen wird. Warum? Damit wir weggucken von der Schuld, von der Sünde, von dem, ich bin und habe ich nicht und kann ich nicht, sondern auf das, was der Herr Jesus getan hat. Wir können an dieser Stelle, könnten wir, glaube ich, über Stunden, Tage, Monate nur darüber sprechen, welche Power der Herr Jesus für uns hat. Halleluja. Und wenn wir uns das mal vorstellen, das Opfer im Alten Testament, da steht dieser Zauberer, der, ich glaube, in Vers 9, in dem gleichen Kapitel, sagt er sogar, was Gott nicht verflucht oder was Gott gesegnet hat, kann er nicht verfluchen. Da lassen wir uns von manchen Leuten, der hat aber das und das über mich gesagt. Das ist eine Frage, wo dein Schild ist des Glaubens. Amen. Halleluja. Nur wenn du ein Schild des Glaubens runternimmst und den Helm des Heils ausziehst, dann kriegst du einen auf die Glocke und nimmst das auf. Aber solange du in dieser Deckung bist und den Herrn Jesus als dein Schutzschild hast, passiert dir gar nichts. Halleluja. Halleluja. So, jetzt kommen wir zu den übernatürlichen Dingen. Ich weiß auch falsches Deutsch. Kommen wir zu den übernatürlichen Dingen. Ich habe eine Lehrerin geheiratet. Das ist manchmal sehr herausfordernd. Für mich. Spaß beiseite. Okay. Gehen wir einen Step weiter. Wir haben geklärt, wir sind dafür dazu berufen, übernatürliche Dinge in Gang zu setzen, oder? Ja, mein übernatürlicher Gott. Halleluja, danke Herr. Danke Jesus für das, was du am Kreuz vollbracht hast. Halleluja. Gucken wir uns eine andere Stelle an. Auch heute Morgen schon gefallen. Schon eben gesagt, für meine Predigt. Kommt meine Frau und sagt hier, guck mal, der Mann, der die Arme hochhebt. Wir haben in 2. Mose 17, haben wir die Situation. Ein Riesenvolk in der Ebene tritt an, zwei Mannschaften. Die Feinde Israels, Israel auf der anderen Seite, ich stelle mir das immer so vor, links nach rechts, ich weiß gar nicht, ob das umgekehrt war. Und Mose geht mit Aaron und Hur auf einen Berg hinauf und guckt sich die Schlacht unten an. Und jetzt hebt er die Hände hoch und solange er die Hände hoch hat, gewinnt sein Volk. Josua mit seinen Leuten führt. Wenn er die Arme runternimmt, geht die Luft raus. Wie so ein Plattenreifen, wo man immer nachfüllen muss. Aber jetzt noch mal ganz im Ernst. Das haben wir doch alle schon so oft gelesen. Wir haben sogar erlebt, dass nicht Mose, sondern Charlton Heston da oben stand, in den ganz alten Filmen. Ja. Na, Spaß beiseite. Aber das haben wir alle gelesen. Hat sich schon mal jemand gefragt, wie das funktioniert, was da passiert ist? Da war ja nicht die Situation so, Mose stellt sich da oben hin und die feindliche Armee guckt hoch und sagt, ey, guck mal, was ein cooler Typ. Jo, der ist ja krass drauf. Und dann kriegen die eine Tracht. Kann ja nicht so gewesen sein, oder? Nur weil er da oben gestanden hat. Da muss doch irgendwas passiert sein. Als er die Arme nicht mehr hochhalten konnte, ist Aaron und Hur, haben ihn hingesetzt auf einen Stein und haben die Arme hochgehoben. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Da muss man doch mal nachdenken. Dann ist ja nicht einfach so, ey, und Mose war mit Sicherheit nicht so 2,20 Meter mal, was weiß ich nicht, ja, kein Riese. Und die hatten auch nicht Angst, weil sie gehört haben, dann ist der Typ, der damals vor 40 Jahren an einen von unseren Leuten einen Stein vom Kopf gehauen hat. Nee, das hat ihn nicht so beeindruckt. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Vers 8, fordert Gott auf und sagt, die Männer sollen ihre heiligen Hände zum Gebet erheben. Es ist eine wortwörtliche Aufforderung. Die Männer sollen ihre heiligen Hände zum Gebet erheben. Ohne Zorn und ohne Zweifel. Halleluja.
Also Mose hatte eine Aufforderung. Ich meine, gut, er kannte das Neue Testament nicht, aber ich glaube, dass Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit der gleiche ist. Derselbe, Entschuldigung, derselbe. Er sagt also, hebt die Hände hoch. Ich habe eine schöne Formulierung bei einem amerikanischen Prediger gehört, der sagte zu der Situation, physical obedience brings spiritual release. Körperlicher Gehorsam setzt geistliche Kräfte frei. Amen. Körperlicher Gehorsam setzt geistliche Kräfte frei. Ich gehe zu einer anderen Stelle in der Bibel. Halleluja. Daniel, sind Leute hier, die fasten noch? Lasst die Hände unten. Wir wollen das ja für uns haben. Die Leute, die noch, ich weiß, dass einige Menschen noch fasten und in der Fastenzeit noch sind. Wir müssen ja wissen, warum wir das machen. Nichtgläubige fasten, weil sie abnehmen wollen, wollen entschlacken, alles gut. Für uns sind das alles Nebeneffekte. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wozu fastest du, was willst du? Ich hatte am Anfang des Jahres, hatte ich so fest auf dem Schirm, dass ich sagte, ich will was Übernatürliches erleben. Ich habe vor vielen Jahren, habe mein Gebet, Herr, ich will einfach ein normales Leben wieder führen. Das hatte ich in einer der Predigten letztes Jahr mal gesagt. Ich will ein normales Leben haben. Ich will einfach frei sein und will wieder da sein einfach. Und gesund sein. Und ich habe viel, viel mehr bekommen. Und habe ich gedacht, was machst du jetzt damit? Du musst gierig sein im Reich Gottes. Ich sage, ich will ein übernatürliches Leben. Ich will das, was im Übernatürlichen passiert. Ich will in dieser unsichtbaren Welt die Dinge mit bewegen. Mit Gottes Hilfe und mit dem Geist Gottes, der in uns ist. In Daniel 10 erleben wir, dass Daniel betet. Ich mache da auch die Kurzversion, ich gebe das frei wieder. Daniel betet und das schien erstmal nicht zu passieren. Schien. Und dann eines Tages erscheint ein Engel bei ihm. Und dieser Engel berichtet dem Daniel davon und sagt, Daniel, geliebter Mann, eine gute Formulierung, ein geliebter Mann, dein Gebet wurde am ersten Tag erhört. Aber der Fürst über Assyrien, Persien, habe ich gerade schon gehört, die Bibeltreuen hier. Der Fürst über Persien, ja, wir müssen uns vorstellen, ja, die Bibel spricht von drei Himmeln. Den hier, wo wir uns hier befinden, darüber, wo ein Kampf stattfindet zwischen den Dämonen und den Engeln, Halleluja. Und den Himmel, in den wir gehen, Halleluja, in dem unser Herrgott sitzt. Wisst ihr, Gott hat gar keinen Krieg mit Satan. Ich sage das gerne nochmal. Also wenn wir sagen, Gott ist im Krieg mit dem Teufel. Er hat ihn weggeschnippt. Weg. Ja. Er war weg. Amen. Halleluja. Er hat ihn weggeschnippt. Er sagt, Satan ist unter unseren Füßen. Amen. Warum? Weil der Jesus in uns ist. Hä? Hast du schon gemerkt beim Gehen? Halleluja. In dieser Himmelswelt findet ein Kampf statt. Und diese Dämonen haben den Engel aufgehalten. Ich glaube, einige wissen schon, wo ich hin will. Daniel fastet 21 Tage. Dieser Engel, der Daniel besucht, sagt, der Engel Michael, ein Kriegsengel, ja, kam dann. Er wurde gelöst und hat diesem Engel den Weg frei gemacht. Da sind wir wieder dabei. Physical obedience brings spiritual release. Das Fasten hat dieser Engel gelöst. Hebräer 11, 1, beides mit 1, auf jeden Fall im Vers 7 und im Vers 14, steht,
dass die Engel Gottes denen dienen, die ihn lieben, die das Heil empfangen. Halleluja. Nochmal zur Ermutigung für die Leute, die fasten oder diese Dinge tun, die Gott ihnen aufgetragen hat. Wir setzen in der unsichtbaren Welt Kräfte frei. Halleluja. Und ich will das erleben. Ich will, dass diese Stadt errettet wird. Ich will, dass dieses Land christlich ist, wieder auf christlichen Werten steht. Halleluja, Herr. Dass das ein Ende hat, diese ganze, ich sag schon fast Blasphemie, was hier überall läuft. Halleluja. Mit Kindermord und allem durcheinander. Halleluja. In Jesu Namen. Das muss ein Ende haben. Halleluja. Deswegen macht das Fasten auch einen Sinn, wenn wir das machen. Das machen wir nicht, damit wir eine schönere Haut kriegen oder wie auch immer. Das ist eine positives Mitbringsel. Amen. Halleluja. Das ist das Ding. Halleluja. Wenn wir so wie Mose die Hände heben, das 1. Timotheus 2, Vers 8 beschrieben ist, die Männer sollen ihre heiligen Hände heben, ohne Zweifel und ohne Zorn. Wir dürfen nicht zweifeln, wer wir sind in Jesus Christus. Amen. Halleluja, Herr. Halleluja. Seid alle so ruhig heute. Habe ich was Neues erzählt? Jesus, himmlischer Vater. Gott, ich preise dich, Herr. Mal im Ernst. Wer will diese Sachen erleben? Wer will diese Sache erleben? Ich war jetzt gerade etwas irritiert. Ich habe ein Zeichen nicht verstanden. Das wollen wir doch alle. Hä? Sonst kommen wir doch nur einfach hier hin und halten Platz frei jeden Sonntag. Oder wir setzen einfach nur einen Platz und hören jetzt eine Predigt oder wie auch immer. Wir wollen noch mehr. Guck mal, Gott hat uns so viel versprochen. Er hat uns Wohlergehen versprochen. Die Bibel sagt im Psalm 27, sagt sie, Gott hat Gefallen am Wohlergehen seines Knechtes. Wer braucht Wohlergehen? Ich brauche Wohlergehen. Alles, was ihr liegen lasst, ich nehme es mit. Lasst euer Wohlergehen liegen, ich nehme es mit. Ich kann nicht genug haben davon. Wir setzen diese Dinge nur frei. Wir setzen sie frei, wenn wir das in die unsichtbare Welt hineinsprechen, wenn wir das aus der unsichtbaren Welt herausholen. Halleluja, das ist unser Glaube. Glaube ist definiert in Hebräer 11,1, da haben wir es. Hebräer 11,1 ist der Glaube definiert. Gott, ich preise dich, himmlischer Vater. Ich möchte mich an dieser Stelle von den Zuschauern, im Fernsehen wollte ich gerade sagen, die online zugeschaut haben, verabschieden. Wir werden jetzt hier in eine Gebetszeit gehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine Zeit mit wirklich der ganzen Power aus dem Heiligen Geist. Seid gesegnet. Amen. Schön, dass du den CCR YouTube-Channel angeklickt hast. Du kannst diesen Channel gerne kostenlos abonnieren, um dir jede Woche ein neues Programm anschauen zu können. Teile diesen Link doch bitte mit deinen Freunden. Wir haben ein kleines Booklet mit dem Titel Mehr geliebt, als du denkst, herausgebracht. Ein kostenloses Exemplar ist für dich reserviert, wenn du uns unter der E-Mail-Adresse info@ccr-net.de schreibst. Noch einmal info@ccr-net.de. Du kannst helfen, weitere Programme zu finanzieren, indem du auf unserer Homepage www.ccr-net.de drückst. Danke für alle Unterstützungen, um Menschen mit der besten Botschaft von Jesus Christus zu erreichen.